Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Fiji, dem britischen Kreuzer auf Tier 7 im Standardmodus. Ja, die Fiji, ich habe sie als höchstes britisches Gut sozusagen im Kreuzerbaum. Muss also richtig noch dran arbeiten. Wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Gleiches gilt hier auch für den Kapitän. Da ist jetzt ein 13er drauf, 12 Punkte sind verbaut. Ja, hier muss ich einfach noch ein bisschen dran arbeiten. So, und jetzt sind wir hier in einem Match. Ein 5er, 7er. Ja, das ist natürlich klasse. Sind wir Top-Tier. Gegen eine King George, eine Lyon, eine Gneisenau, eine König. Und Kreuzer haben wir da. New Orleans, Leander, Nürnberg, Emil Bautin, Königsberg, eine Mayhem, eine Mars und eine Haider. Ja, und wir haben auch eine Mayhem, eine Mars und eine Haider dagegen. Jo, dann ist das ja relativ ausgeglichen, denke ich mal. King George, Gneisenau, Scharnhorst und Kongo haben wir dagegen. Ja, und also, gut. Wir werden uns mal anschauen, wie sich das hier entwickelt. Und Standard-Match bedeutet natürlich immer dasselbe. Basis verteidigen. Das ist erstmal das höchste Gut. Das heißt, man muss natürlich jetzt mal sehen, dass man hier die Verbündeten unterstützt. Allerdings auch immer noch mal einen Blick auf die Basis haben. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Das weiß man ja immer nicht. Und naja, wir werden das erleben. So. Unsere Haider fährt da vorne längst. Okay, so. Jetzt wäre das natürlich klasse, wenn hier diese Mayhem durch die Mitte fahren würde. Und da spotten würde. Ja. Scheint aber nicht so zu sein, dass der das machen will. Oder doch? Ja, jetzt dreht er doch ab. Ja, dreht er wieder zurück. Ist ja auf der Minimap eigentlich auch immer ganz gut zu erkennen. Und jetzt in diesem Moment fahre ich auch nur nach Minimap. Also ich sehe ja, ich fahre jetzt selbst nicht gegen die Insel. Und jetzt gucke ich die ganze Zeit nur auf die Minimap. Was machen die anderen? Was machen die da hinten beispielsweise? Und was machen die beiden hier drumherum? Ja, also die Mayhem fährt nicht durch die Mitte. Fährt außenrum mit. Hm. Tja, und oben der Tross, der sich da auf der C-Linie bewegt. Die fahren auch der Mars hinterher. Die auch nicht durch die Mitte fährt, wobei das da noch nachvollziehbar ist. Da ist ein Zerstörer auf der Seite. Das macht schon Sinn, dass der da außen spottet. Hm, okay. Da war schon mal eine Emil Bautin. So, Mayhem Nonu. Hm. Ja, na gut, dann werden wir einfach ein bisschen abdrehen. So, wenn der uns hier wegdrücken will. King George geht auf, kommt in unsere Richtung. Ja, dann können wir hier auch einfach mal zum ersten Mal nebeln. Und einfach mal ein bisschen auf King George wirken. Und da ist eine Mars. So, aber der dreht ab. Sieht man auf der Minimap auch sehr gut. Also den da hinterher zu schießen, bringt eigentlich gar nichts. Auf 11 Kilometer ist das mit der Fiji nicht wirklich richtig gut. Durch die ballistische Kurve ist das nicht unbedingt jetzt auf dieser Entfernung ein Zerstörerjäger. Leider nicht. Tja, und da wir hier ja nun genebelt haben, sitzen wir erstmal. So, da kommt die nächste Mayhem. Dann wollen wir nochmal gucken. So, und unsere Mayhem, der kriegt da vorne richtig Feuer. Ja. Das ist natürlich jetzt eine gute Idee. Jetzt nebelt er hier. Und, tja, nun habe ich keine Ziele mehr. An die King George komme ich nicht mehr ran. Können wir jetzt noch hoffen, dass unsere Haider da weiter runterfährt auf der Zweierlinie. Und von da aus spottet, weil ansonsten sind wir hier relativ nutzlos. So, da werden wir einfach mal ein paar Torps da auf Verdacht hinsetzen. So, die Mayhem, ja, da komme ich natürlich so gut wie gar nicht ran. Ich werde es mal versuchen.
einfach mal über die Insel. Aber das ist jetzt wirklich alles nur Glück. So, Leon, okay. Dann wollen wir mal schauen. Breitseitiges Schlachtschiff. Aber man sieht eben auch da, ja, 4000. So, Nebel läuft gleich aus. Aber wenn wir schießen, gehen wir hier nicht auf. Das ist gut. Also bleiben wir erstmal hier. Ist ja klar. 512 ist natürlich jetzt nicht unbedingt so klasse. So. Da kommt die Mayhem wieder. Auge behalten. Kommen wir da ran? Nee, jetzt sehe ich den auch nicht mehr. Ja, unsere Heide haben wir schon verloren. Und was macht unsere Mayhem jetzt da vorne? Fährt da immer weiter. Und macht sich zum Ziel für die King George, für die Emile Bartin und für die Mayhem. Das ist ja schlau. Ah, ja, ist ja klar. Da kriegt er auch schon richtig... Also das ist nun wirklich kein wirklich schlaues Spiel. So. Da. Ja, und da ist er auch schon raus. Oh oh, jetzt haben wir hier beide Zerstörer verloren. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass ich jetzt hier als Kreuzer einfach mal in der Mitte ein bisschen spotten muss. Hier außen sind außer mir noch weitere 4 Schiffe. Die können sich wehren, aber wenn die hier nichts sehen, dann ist das natürlich unglücklich. So, wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwie noch einen aufmachen können. Tja, 2 Zerstörer verloren, die anderen haben noch keinen verloren. Da King George fährt auch zurück zur Basis. Ah, da ist Emile Bartin. So, dann wollen wir mal gucken. Wir machen uns zwar jetzt auch zum Ziel, wenn wir schießen. Was ist das dann im Chat? Report the ship captain for not supporting behavior. Ja, ist klar. Spielt wie ein Vollidiot und ich bin dann dran schuld, ist klar. Naja, das werden wir einfach mal so schlucken. So, Emile Bartin. Dann geht's weiter. Problem gelöst. So, und hier werden wir an die Ecke mal für King George was setzen, wenn er mir dann hinterherkommt. Wedelt er aber auch. Nicht wirklich gut zu treffen. So, immer ein Blick auf die Minimap. Mal einen hinterher. So. Was? Schon wieder von dem... Captain Earl, go fuck yourself, shithole. Sag mal, der ist ja wohl auch völlig... Naja, gut. 5000 auf King George. Wenn wir jetzt mal eindrehen hier auf die Gneisenau. Irgendeiner zielt. Da noch keiner geschossen hat. Ja, jetzt King George schießt. Okay. Dann weiß ich, dass die Nürnberg da drüben eben nicht auf mich gezielt hat. Vielleicht hat er mich noch nicht auf dem Schirm. Vielleicht kann ich ihm so von der Seite einen mitgeben. Wollen wir sehen. So. Ah, nur 2000. Das ist echt zu wenig. So, da kommt wieder Emile Bartin. Der kommt hier hoch. Und da ist auf der Minimap die Heide aufgegangen. Wollen wir doch mal schauen. Wenn wir jetzt so ein Stückchen weiter nach vorne fahren hier. So, erstmal auf Emile Bartin. Dann können wir vielleicht dieser Heide da noch einen mitgeben. So, jetzt ist unsere Kirov rausgenommen worden. Jetzt haben wir schon 4 Schiffe verloren, die anderen erst 1.
So, einmal auf die Leander. Und Torps für diese Haida. Ja, 2000 auf die Leander. Wollen wir sehen. Jetzt hier nochmal nachsetzen. Oh, da ist die Nürnberg. Der hat offensichtlich geinselt. Aber jetzt hat er scheinbar abgebremst. Fährt nicht mehr rückwärts. Nee. Ja, dann mal gucken, ob er vorwärts fährt. So, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir uns hier ein bisschen rausdrehen aus dem, was da so alles kommt. Drei Schiffe zielen. Ja, das ist Emil Barteur da hinten. Das ist die Leander und das ist die Nürnberg. Gott sei Dank ist kein Schlachtschiff dabei. So, hier einen auf Emil Barteur. Und hier werden wir jetzt mal abbremsen. Ah, da ist die Haida wieder. So. Ja, Torps gehen leider vorbei, beziehungsweise er konnte dodgen. Oh, jetzt gibt das aber hier richtig ein. So, jetzt gibt es erstmal einen für Emil Barteur. Der mit seinen 1200. So, und jetzt kommt die Haida. Mal gucken, ob wir den jetzt rausnehmen können. So, jetzt haben wir Emil Barteur rausgenommen. Und jetzt fahre ich hier raus. Den spottet keiner mehr. Vielleicht kann ich ihn spotten. Problem gelöst! Nee. Hm. So, einer zielt. Ja, das wird jetzt vermutlich dieser Haida sein. So, mein Lieber. Jetzt habe ich mal so getan, als würde ich hier rückwärts fahren wollen. Und jetzt fahre ich vorwärts. Jetzt wird Hydro gestartet und jetzt mache ich hier einen 180-Grad-Turn. Denn wenn du jetzt weiter in meine Richtung gefahren bist, dann sehe ich dich irgendwann. Denn wenn du in meine Richtung gefahren bist, hast du an der Seite diese Insel, die ich jetzt hier rechts habe. Und da kann er da nicht weg. Wenn das so ist. Ja, da kommen seine Torps und da ist er auch schon. So, Haida. Dann gibt es jetzt mit den vorderen... Jo, und da ist die Haida weg. So, und jetzt zielt wieder einer. Also wieder einlenken. Ja. Dankeschön. So. Jetzt sind wir wieder zu. Das heißt, wir können jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Breitseite zeigen. Und jetzt mal schauen, dieser Königsberg. Der trifft sogar. Wahnsinn. Okay, jetzt dreht er ein bisschen ein. Also, kriegt er einen. Oh, jetzt schießt der HE. Okay, dann kommt der nächste. Werden wir mal wieder eindrehen. Jo, und da haben wir die Königsberg auch. Sehr gut. So, jetzt mal abbremsen, dass dieser König da ins Leere schießen darf. Sehr gut. So, jetzt kommt von der anderen Seite noch was. Oh, 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 oh. So, also fahren wir jetzt ein Stück nach vorne, dass wir nicht mehr von der anderen Seite beschossen werden können. Da kommt die Nürnberg gleich raus. So. Und da kommt dieser Idiot da schon wieder. Fuck you, Moral. Ja, ey. Also, jetzt schieße ich noch mal ein bisschen auf die Nürnberg. Aber, weißt du, das ist ja wirklich... So, jetzt gibt es den Unterstützer. Mal sehen. Na, Nürnberg. Das ist doch jetzt nur noch ein guter Treffer. Ah. Nee, das ging alles drüber oder... Ja, aber auf jeden Fall ist sie jetzt raus. So. Ja, wir sind aber immer noch hinten. So. Leander. Jo. So, und dann wollen wir mal gucken. Jetzt hier die König. Der kommt da auch breitseitig raus. Da laufen die Torps. Das ist schon mal gut. Aber wenn der da nicht von den Torps getroffen werden sollte... Dann, oh ja, doch, den einen nimmt er mit. Sehr gut, ist auch raus. So, jetzt ist das schon richtig knapp. Jetzt kommt dieser Vollpfosten da schon wieder. Ich werde das jetzt gar nicht alles wiederholen. Und ich werde vor allen Dingen auch nicht wiederholen, was ich jetzt schreibe. Weil jetzt in dem Moment reicht's mir. Was für ein Vollpfosten. Der hat offensichtlich überhaupt keine Ahnung von Taktik. Also null. Und, nee. Für mich war das Thema dann jetzt auch durch. Also ich habe da auch nichts mehr zu geschrieben. Mir reicht das, was ich geschrieben habe. Ich weiß, don't feed a troll.
Aber manchmal, finde ich, muss das dann auch einfach mal sein. Dann muss das einfach mal raus. So ein Vollpfosten. So. New Orleans. Jo, da ist die New Orleans auch raus. So, jetzt können wir der Lyon hinterher schießen. Da Gneisenau gegen King George. Das sollte ja eigentlich kein Problem für die Gneisenau sein. Der sollte den ja problemlos raustorpen können. So. Ach, die haben sich gerammt. Das glaube ich jetzt ja nicht. So, und wir werden jetzt mal weiterfahren und zwar rausfahren zurück zur Basis. Weil wenn ich mir das angucke, da auf der 3er-4er-Linie, diese beiden Schiffe, wo werden die wohl hinfahren wollen? Denn wir sind im Moment vorne. Nach langer Zeit mal vorne. Aber die sind da drüben ja mehr oder weniger nutzlos, wenn sie da rumfahren. Also werden die mit Sicherheit zur Basis fahren wollen. Und die werden versuchen, unsere Basis einzunehmen. Also werde ich wieder zurückfahren. Das ist das, was ich eingangs schon sagte. Man muss immer einen Blick auf die Minimap haben, immer einen Blick Richtung Basis. Weil sonst verlierst du so ein Spiel dadurch, dass die anderen durchkappen. Und du selbst versuchst dann irgendwo an der Basis stehend was zu machen. So, da sind wir auch schon entdeckt. Ja, da ist die Mars. So, mal gucken, ob das was bringt. So, hier werden wir gleich mal Torps hinschmeißen. Jetzt sind wir wieder entdeckt. Das kann aber nicht die Mars sein. Das heißt, der zweite ist auch da. Oh, eine Gneisenau. Ja, das ist... So, gleich eindrehen. Jo, das hat gut geklappt. Ich werde auf den Chat gar nicht weiter eingehen. Also, lest es selbst mit. Das ist, ja. Ohne Worte eigentlich. So, jetzt haben wir hier eingelenkt, um auf diese Gneisenau gleich nochmal torpen zu können. Das heißt also, jetzt hier einfach querfahren. So, da ist die Mars. Und da ist die Gneisenau. So, und die Gneisenau, die kriegt jetzt Torps erstmal da so hin. Und dann gibt es da auch nochmal eine Breitseite. So, mein Freund, 14.000 hast du noch. Und jetzt sind es 6.277 weniger. Und ich bin auch sofort wieder verborgen. Und wenn du jetzt einfach weiter geradeaus fährst. So, jetzt nimmt die Leander unser Scharnhorst raus. Ja, und dann sind wir gar nicht mehr so weit in Front. Jo, und da haben wir die Gneisenau und wir haben die Krake freigelassen. So, dann können wir jetzt einfach mal ein bisschen offensiver hier auf dieser Mars zufahren. So, und da haben wir ihn auch schon aufgemacht. Jo, sehr gut, so. Okay, gleich Hydro gestartet. Und da kommen auch seine Torps. Ja, aber es scheint auch so zu sein, dass einige das etwas objektiver sehen. Liest man im Chat jetzt auch. Vielleicht haben da doch dann auch ein paar mehr verstanden, warum ich so gespielt habe, wie ich gespielt habe. So, und jetzt werden wir hier natürlich Druck machen auf diese Mars. Der hat jetzt getorbt. Der ist im Cooldown oder im Reload. Und irgendwann mal macht ihn vielleicht auch jetzt unser Hydro dann im Nebel auf. Es sei denn, der ist jetzt irgendwie nach hinten rausgeflüchtet. Könnte ja auch noch sein, dass er in der Basis hinter seinem Nebel verschwindet. Aber wie auch immer, ich will den natürlich aufmachen. So, okay. Ja, dann, wenn wir jetzt entdeckt sind, dann haben wir ihn auch. So, mein Lieber. Und raus ist die Mars. Und das war jetzt Nummer 6. Und jetzt haben meine Verbündeten da unten auch gleich durchgekappt. Die Leander ist weggerannt. Der kommt jetzt zurück, aber jetzt natürlich viel zu spät. Und da ist es durch. Und das war das Spiel. 92.937 Schaden gemacht bei 179 Zieltreffern, ein Torpedotreffer. Ein Ausfall erzeugt, 6 Schiffe zerstört, einmal den Wassereinbruch beim Torpedotreffer gehabt, 3-mal die Basis verteidigt, 1 Schiff aufgeklärt. Es gab den Unterstützer und die freigelassene Krake.
schauen wir jetzt nochmal in die Teamwertung. Mit 2036 sind wir da auf Platz 1. Und unser Mähen war übrigens vorletzter. Ja, und hier können wir nochmal gucken. Gneisenau 14.000, Emil Bator 12.000, Mars 8.000, Königsberg 6.000, New Orleans 2.000, Haida 1.800, Lyon 15.000, Leander 12.000 und 72 Kilometer waren wir unterwegs in der Zeit. 18.21 waren gespielt. Tja, also, jetzt bist du gefragt. Schreib doch bitte in die Kommentare, was hältst du von so einem Typen? Also das eigentlich nicht wirklich, das ist mir klar, was man von dem hält. Aber sollte man dann tatsächlich da was schreiben oder sollte man den einfach komplett ausschalten und sagen, weißt du was, dir ist nicht mehr zu helfen, tut mir leid. Oder braucht so jemand einmal Gegenwind? Ja, ist halt die Frage. Das kannst du gerne in die Kommentare schreiben, kannst aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wie dir das Gefecht gefallen hat, was du von der Fidschi hältst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.